Bei diesem Flugzeug wurde der Füllstand vom Tank falsch angezeigt, sodass mitten im Flug der Treibstoff ausging. Es ist der 23. Juli 1983. Das Flugzeug der Air Canada hat bereits die Hälfte der Strecke von Montreal nach Edmonton zurückgelegt. Obwohl die brandneue 767 mit der neuesten Technologie ausgestattet war, funktionierte die Füllstandanzeige vom Tank nicht richtig. Die Piloten wussten das auch und haben deshalb den Füllstand manuell mit einem Messstab nachgemessen. Trotzdem hat diese Methode leider nicht fehlerfrei funktioniert, da die Piloten während dem Flug erst realisierten, dass sie doch zu wenig Kerosin getankt hatten. Sie entschieden sich dazu, den nächstgelegenen Flughafen anzusteuern. Während des Sinkfluges fiel aufgrund des Treibstoffmangels nun auch noch das zweite Triebwerk aus. Das Flugzeug befindet sich jetzt also in 8000 Meter Höhe ohne Antrieb. Die Piloten entscheiden sich, die Notlandung auf einer nahegelegenen Rennstrecke durchzuführen und leiten in letzter Minute einen sogenannten Seitengleitflug ein. Trotz aller Umstände schaffen es die Piloten, die Maschine sicher zu landen, sodass alle 61 Passagiere und 8 Crewmitglieder sicher das Flugzeug verlassen können.